Herzlich willkommen, ich bin Silvia Meier und begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von Frastanz aktuell. Ausblicke auf kommende Termine, aktuelle Beiträge aus der Pfarr- und Marktgemeinde und vieles mehr erwartet Sie in unserer heutigen Sendung. Zwei Jubiläen auf einmal gab es bei der Lebenshilfe in der Kleinfeldgasse zu feiern. 50 Jahre Lebenshilfe in Vorarlberg und 25 Jahre Werkstätte Frastanz. Ein Straßenfest und ein Luftballonwettbewerb waren nur zwei Highlights an diesem Festtag. Mehr dazu sehen Sie jetzt in unserer aktuellen Ausgabe von Dabei gsi. Grüß Gott in der Werkstätte Frastanz, der Vorarlberg Lebenshilfe. Wir führen heute in ganz Vorarlberg 50 Jahre Lebenshilfe und so bei uns in der Werkstätte. 1967 im Februar haben ein paar beherzte Männer und Frauen, die Eltern von geistig behinderten Kindern sind, den Elternverein der Lebenshilfe gegründet in der Schattenburg. Es hat bis damals nichts gegeben, es ist sehr wertvoll gewesen und es hat auch einen Wandel in der Gesellschaft gegeben und die Zeit ist einfach reif gewesen, um den Verein zu gründen. Im selben Jahr, im Herbst 67, entstanden eben durch die Initiative von den Eltern in Götzis und Bregenz schon die ersten Tagesheimstätten und in der Bevölkerung hat man es beschützende Werkstätten genannt. Mit eigener Hand haben die Leute das erschaffen und mit ganz, ganz primitiven Mitteln eingerichtet und es hat halt ganz klein angefangen. Und nach sind dann in Dornbirn, in Feldkirch, in Lustenau, in Langeneck sind dann Werkstätten entstanden. Und 1972, also 5 Jahre später, hat es dann auch schon die ersten Wohnheime gegeben. Und seit 2000 ist in Göfis ein Wohnhaus und in Giesingen. Seit 2000, 2002 sind die in Betrieb. Vor 25 Jahren, mit der Erhebung der Gemeinde Frastanz zur Marktgemeinde, ist auch die Werkstätte der Lebenshilfe hier in Frastanz entstanden. Fast die Hälfte der Beschäftigten sind Menschen mit schwerer geistiger und mehrfacher Beeinträchtigung. Die größte Herausforderung für die Werkstätte ist, dass die Personengruppe, so weit wie es möglich ist, in den Arbeitsalltag einbezogen werden kann. Also so weit es möglich und sinnvoll ist. Die Werkstätte ist ein offenes Haus. Wir freuen uns immer auf Besuch. Die letzten Jahre hat sich ergeben, dass das Kinderkleiderlädeli entstanden ist. Das ist ein sogenanntes Second-Hand-Lädeli, wo es ganz günstige, gute Kinderkleider für Kinder von 0 bis ca. 10 Jahre gibt. Dann seit ein paar Jahren gibt es den offenen Frastner Mittagstisch. Da kann jeder gegessen kommen, muss sich aber natürlich anmelden, kann nicht spontan kommen, weil es ist ja auch kein Gasthaus. Und das Essen wird von der Kantine L gekocht, geliefert und da gibt es dann noch die frischen Zutaten wie Salat und Dessert. Der Kreativmarkt, den wir zweimal im Jahr haben, hat sich auch schon sehr etabliert und ist bekannt. Und durch den Kreativmarkt konnten auch noch viele andere Leute in die Werkstätte. Oder der Elternverein der Volksschule Hofen hat gerade vor ein paar Tagen dort im schönen Garten ein Frühstück gemacht, inmitten der Beschäftigten und sie haben sich alle sehr wohl gefühlt. Sie sagen, es gibt ganz viele Gelegenheiten, wo Sie unsere Werkstätte besuchen können. Heute an unserem Jubiläumstag haben wir natürlich auch etwas Besonderes einfallen lassen. Jetzt am Nachmittag kann man die Werkstätte besichtigen, der Kinder Beschäftigten bei der Arbeit zuschauen und einfach das Haus anschauen. Nachmittag um 4 Uhr kommt die Jungmusik, wird unser Konzert geben und dazwischen machen wir einen Luftballon-Wettbewerb und schicken Grüße von der Werkstätte Frastanz in die ganze Welt raus. Am 6 Uhr dann spielt die Gruppe Soundcheck, das sind 3 Frastanz. Noch Männer, wo eine Coverband, die tolle, heiße Rhythmen für uns spielen. Und da hoffen wir, dass ganz viele Leute kommen, uns zuhören und die gute Bewertung von der Guckermusik in Anspruch nimmt. Allen einen herzlichen Dank für die tolle Mithilfe. Und jetzt hätte ich noch zum Abschluss ganz ein paar nachdenkliche Worte. Behindert, was ist das? Arme haben und sie dem anderen nicht entgegenstrecken. Beine haben und keinen Schritt auf den anderen zugehen. Augen haben und blind sein für die Not der Mitmenschen. Ohren haben und taub sein für den stillen Schrei der Verzweiflung. Eine Stimme haben
und stumm bei Ungerechtigkeiten sein. Das sind die häufigsten Behinderungen und niemand sieht sie. Hallo, ich bin Standortleiterin der Werkstätte Frastanz. Mein Name ist Lenka Bresaniova und ich werde ein bisschen erzählen, was wir in der Werkstätte Frastanz tun. Wir begleiten 23 Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen und unsere Aufgabe ist, unsere Menschen zu unterstützen bei alltäglichen Sachen, die jeder von uns täglich macht. In unserer Werkstätte haben wir die Möglichkeit, die Menschen mit komplexen Beeinträchtigungen zu begleiten. Wir haben therapeutische Begleitung dabei, machen wir basale Stimulation. Auch Eltern, auch Menschen mit Beeinträchtigung im Alterungsprozess sind sehr gut bei uns erhoben. Wir begleiten sie musikalisch. Wir arbeiten auch bei Serienarbeitern, die unsere Menschen mit Beeinträchtigung schon über 20 Jahre gearbeitet haben. Heute feiern wir Tag der offenen Tür, 50 Jahre Lebenshilfe Vorarlberg. Auch unsere Werkstatt hat einiges vorbereitet. Alle unsere Besucher können einen Einblick in unsere Werkstätte bekommen. Jede Gruppe hat eine Aufgabe vorbereitet und kann vorstellen, was wir tagsüber in der Werkstätte machen. Draußen wartet Luftballonswettbewerb und verschiedene Leckereien. Wir wünschen einen schönen Nachmittag, schönen Abend mit uns. Feiern Sie mit uns. Ein kurzer Ausblick auf kommende Termine. Am Sonntag, dem 9. Juli, lädt das Schwimmbad Felsenau wieder dazu ein, im Mondschein bis Mitternacht zu baden. Das Vollmondschwimmen startet wie immer um 20 Uhr. Mit toller Live-Musik und Grillspezialitäten steht einem gemütlichen Abend nichts im Weg. Das Jugendhaus K9 hat für Jugendliche ein spannendes Sommerferienprogramm vorbereitet. Am 10. Juli steht Canyoning und am 12. Juli ein Ausflug zum Waldseilpark mit Flying Fox auf dem Programm. Weitere Highlights des Sommerferienprogramms und Infos zur Anmeldung finden Interessierte auf der Homepage des Jugendhauses www.jugendhausk9.at. Wir sind nun am Ende unserer Terminübersicht angelangt. Jetzt wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung mit unserem Wochenprogramm von Frastanz aktuell. Bang, 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 bang.
Die Marktgemeinde Frastanz besitzt einen ungeheuren Naturschatz, der direkt vor der Haustüre schlummert. Am Stutzberg und auf Pazora sind rund 480 Pflanzenarten und etwa 100 Wildbienenarten beheimatet. Auf Initiative von Günter Stadler wurde darüber eine Naturmonographie erstellt, die nun im Adalbert-Welte-Saal unter großem Beifall präsentiert wurde. Wir waren für Sie mit dabei. Ja, grüß Gott miteinander. Ich darf mich zuerst vorstellen. Ich bin der Günter Stadler. Die meisten kennen mich von meiner früheren Tätigkeit als Apotheker in Frastanz. Ich habe heute aber das Vergnügen, die zweite Monographie von Frastanz, die Monographie Natur im Schatten, Stutzberg, Pazora, vorzustellen. Warum diese Monographie? Dazu muss ich ein bisschen ausholen, geschichtlich. Wir haben vor 15 Jahren die Monographie Freistanzeriert gemacht und haben damals die Wissenschaftler erforschen lassen, welche Schätze dieses Gebiet hat. Die Folgen waren politischer Natur und natürlich auch im Bewusstsein der Bevölkerung. Man hat inzwischen ein Natura 2000-Gebiet aus dem Freistanzeriert gemacht und zum Beispiel auch die Straße, das geplante Letzitunnel, ist verschoben worden und aus dem Riet ausser näher an Feldkirch hin. So ähnlich ist es vielleicht mit dem Gebiet Stutzberg-Pazora. Wunderbare Magerwiesen und Feuchtwiesen, die eng verzahnt sind und die vielleicht nicht so allen bekannt sind. Und darum haben wir gesagt, wir lassen wieder ein Team von 15 Forschern über das Gebiet drüber und sie schauen, was gibt es da für Naturschätze, was ist besonders erhaltenswert, welche Maßnahmen könnte man setzen, um das Gebiet zu erhalten. Wir spüren natürlich auch dort den Druck der niederen Preise, die die Landwirtschaft dazu drängen, auch in Gebiete vorzudringen, die bis jetzt mager, ungedüngt waren. Und mit dieser Monographie möchte man einen Anstoß geben für eine Diskussion, welche Natur möchte man haben, welchem Zweck soll sie dienen, wie können Interessenskonflikte miteinander gelöst werden. Mit dieser Monographie haben wir auch einen ganz neuen Ansatz gewählt, nämlich obwohl wissenschaftlich recherchiert, sie so zu schreiben, dass jedermann sie lesen kann. Ich denke, das ist eine ganz besondere Herausforderung für die Autoren. Und auch für uns als Herausgeber war da einiges an Denkarbeit, auch an grafischer Arbeit, Layoutarbeit damit verbunden. Aber es kann sich sehr erlauben. Ich bin überzeugt, das Buch hat einen besonderen Reiz, hat immerhin 312 Seiten und gehört eigentlich in jeden Haushalt und wäre die Grundlage für zukünftige Diskussionen über dieses Gebiet, damit wir es nachhaltig auch für die nächsten Generationen sicherer können. Das Ziel dieser Monographie ist klar formuliert. Wir brauchen einen gemeinsamen Lebensraum für alle Lebewesen dieser Erde, Mensch, Tier- und Pflanzenwelt. Ich darf zum Ende kommen mit einem Zitat aus der zusammenfassenden Schau von Mario Broci am Schluss des Buches. Die Güte des Lebens ist nach meiner Meinung mit diesen konkreten Orten verbunden. Jetzt aufzählen 730 Pilze, 737 Schmetterlinge, 481 Pflanzen. Aber Sie sollen das Buch ja kaufen und nicht heute alles erfahren. Der nächste Redner ist jetzt unser Bürgermeister, von dem wir schon gehört haben, dass er nicht nur ein
politisches Interesse von Amts wegen hat. Er ist in Frasterfeders aufgewachsen. Das heißt, der Stutz, der Stutzberg, die Bazora, das ist ihm Heimat. Der Tete hat gesehen, Milch immer keine, aber einen Schluck Schnaps. Vielleicht hat er nie auch Schnapsbrunnen drum gelernt. Seit vielen Jahren habe ich oben im Berg Garfa. Die hat immer meinen Onkel gehört. Jetzt ist er 95, aber immer noch am Mai, am Heu und am Büscheln. Immer auf den gehen Büchel rauf. Weißt du, in der Ebene stehe ich strenger. Wenn ich Garfa sehe, sehe ich das halbe Land weit über den Bodensee. Sie haben zu den Steinplattenflözen, zu den Schnitz und zu den Hunden. Sie Frösch, der Frösche, der Kugler und ihn zum Walser kam. Alles liegt vor einem. Jedes Jahr ab Mitte Juli hören wir am Morgen früh, spätestens am 7. Ich lasse die Führer, dann kann ich die treiben. Eine sehnige Ruhe. Und der Blick ins Tal. Und wie der Tau reinfällt, schmeckt der Büchel. Er atmet, ich nehme eine Nase voll. Ah. Moll, hüt haut's. Hau halt nicht die Ameisenhufe rein, dann ist Schneider weg. Gib Obacht, dort ist die Markt. Ah, putz es auch weg, sonst bleibt es da. Gib aber Obacht, dass die Gehe nicht wieder abwirft. Ja, einmal bin ich gehörig, ich springe gehabt. Ich spüre, wie beim einen Fuß der Halt verliere, zeige schnell auf die Seite geworfen und dann. Tuk-tuk-tuk-tuk-tuk-tuk, bing! Und der Wettstein ist vor. Immer schneller, aber trollen bin ich nicht. Festgestellt, das sind ungefähr 28% der heimischen Pflanzenwelt und das Ganze auf einer Fläche von ungefähr 155 Hektar, das sind 0,06% der Landesfläche. Also wenn man das in der Relation betrachtet, dann ist das doch eine ganz beachtliche Vielfalt, die wir da haben. Natürlich viele seltene und gefährdete Arten dabei. Beispiel eben der schon erwähnte Lungenenzian, der Sonnentau in der Moridina. Und ich könnte es da elend, also endlos so jetzt. Pflanzen aufzählen, das tue ich nicht. Ihr könnt es alle im Buch dann nachlesen. Mit der Vorstellung der Naturmonographie Stutzberg Pazora wird ein weiteres sehr schönes Werk in unserer Marktgemeinde vorgestellt. Wir können dankbar sein, einerseits, dass wir eine solche schöne, interessante, vielfältige Landschaft haben. Und zum anderen müssen wir dankbar sein, dass mit Günter Stadler, dem Herausgeber, quasi dem Naturflüsterer von Frastanz, hier eine Aufgabe bewältigt wurde, zusammen mit
ca. 15 bis 20 Forschern, um diese Einmaligkeit aufzuzeigen. Oft ist es so, dass man in die Ferne reist, das eigene aber mit den Augen nicht sieht und nicht wahrnimmt. Und gerade in unserer Gemeinde gibt es viele schöne Naturdenkmäler, schützenswerte Regionen und über die Jahrhunderte auch geschaffene Kulturlandschaft. Das heißt, wir müssen auch dankbar sein, zum Dritten jenen Landwirten und jenen interessierten Nebenerwerbslandwirten oder einfach Heugablern, die sich einsetzen, dass diese Landschaft im wahrsten Sinn des Wortes erhalten wird, gepflegt wird und auch bewusst gemacht wird. Mein Name ist Ruth Swoboda, ich bin meines Zeichens naturwissenschaftliche Direktorin der Inatura und heute ganz stolz auf das Produkt einer wirklich sehr intensiven Zeit, einer intensiven Arbeit, und zwar der Naturmonographie Natur im Schatten, Stutz und Stutzberg Bad Zora. Was braucht es, damit so ein Buch entstehen kann, damit so ein tolles, leicht lesbares, wunderschön illustriertes Buch entstehen kann, ist sehr, sehr viel wissenschaftliche Vorarbeit notwendig. Und gerade für uns als Naturwissenschaftler, für uns als Leute im Museum, sind diese Daten, die da in den wissenschaftlichen Arbeiten generiert werden, sicher der größte Schatz heutzutage. Das muss man immer wieder bedenken. Nicht nur Museum ist nicht nur Ausstellung. Museum ist eben auch für die Forschung da. Und deswegen sind wir so froh, dass diese Kombination geschafft worden ist, dass hier die Wissenschaftler gearbeitet haben, tolle Arbeiten abgeliefert haben, die alle auf Inatura Forschung online auch nachlesbar sind für alle Interessierten. Und auf der anderen Seite dieses wunderschöne, wunderschöne wirklich Buch entstanden ist, das hoffentlich in ganz, ganz vielen Haushalten hier in diesen Gemeinden zu finden sein wird. Thank you.